Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, UNIFIL ist eine der ältesten Missionen der UN. Seit nunmehr auch über 10 Jahren ist Deutschland am Einsatz beteiligt. Die letzten Wochen haben gezeigt, welche Dynamik das Eskalationspotenzial in der Region hat. Die Auseinandersetzung der USA mit dem Iran ist ein weiterer Treiber. Letztes Jahr standen wir ebenfalls vor der Verlängerung des Mandats vor dem Hintergrund der Hisbollah-Wahlerfolge im Libanon. Und heute? Die Lage in der Region ist gewiss nicht sicherer geworden. Dazu trägt auch die weitere Hochrüstung der terroristischen Hisbollah bei. Kleine Fortschritte aber, auch an der Blue Line, sind zu erkennen. UNIFIL ist wichtig, die Stabilität und Souveränität Libanons zu schützen und damit auch die Sicherheit Israels. Beide Staaten, beide Konfliktparteien wollen diesen Einsatz. Dies ist außergewöhnlich. Dieser Verantwortung sollten wir uns stellen. Doch unsere aktuell 110 Soldaten auf der Korvette in Nakura, Limassol im Einsatz leisten einen hochprofessionellen, glaubwürdigen und wichtigen Beitrag. Hierfür gilt unser Dank. Mit unserer modernen Korvette vor Ort seit dem 1. Juni mit der Ludwigshafen am Rhein und ihren Aufklärungssystemen sind wir im internationalen maritimen Einsatzverband von UNIFIL. Mit den Aufgaben Aufklärung, Überwachung, Seeraum, Luftunterstützung und Flugkoordination im Südlibanon ist das ein umfangreiches Spektrum. Auch die Ausbildung von libanesischen Streitkräften und der Küstenwache ist ein wesentlicher, immer wichtiger werdender Beitrag innerhalb des Mandats. Demokratisch legitimierte staatliche Institutionen im Libanon zu stärken, so auch die Streitkräfte, das liegt auch in unserem Interesse, auch im Hinblick auf die Flüchtlingssituation. Der deutsche Beitrag zur Verhinderung von Waffenschmuggel auf dem Seeweg ist eben ein Baustein im vernetzten Ansatz. UNIFIL kann nicht isoliert betrachtet werden. Hier kommen wir aber auch zur Kritik, zu Mängeln an dem Mandat. Kollegen haben es ja bereits erwähnt. Wir haben das auch selbst in der ersten Lesung deutlich gemacht. Wie ist die Strategie, wenn es zu einem Konflikt und Eskalation in der Region kommt? Was bedeutet das für die Sicherheit unserer Soldaten? Auch die Hochrüstung der Hisbollah auf dem Landweg hat UNIFIL bisher nicht verhindert. Das kann so nicht mehr hingenommen werden. Aber auch die Perspektive des Einsatzes ist zu definieren. Wie wird dieser weiterentwickelt? Der UN-Generalsekretär hat dies bereits im März 2019 für UNIFIL gefordert. Vergessen werden darf nicht die hohe Einsatzbelastung der deutschen Marine, vor allem der Soldaten, mit zu wenigen seegehenden Einheiten aktuell. Fazit: Das UNIFIL-Mandat ist in Abwägung dennoch ein wichtiger Beitrag für mehr Sicherheit und Stabilität in der Region. Die Bedeutung wird gegebenenfalls in den nächsten Monaten zunehmen und damit müssen wir uns dringend beschäftigen. Wir werden der Verlängerung zustimmen. Vielen Dank. Jetzt hat das Wort der Kollege Matthias Höhn.